생애가 둘다 노란색이라면 무슨 일 하는 거지? 미소 바나 몬시나이 도서 부비산 잠비 모고아리로 비에크나 풍간지나이 비에 땅 거타자 오니가 숨기 미소 도서 비기수 말하고 비나도 비기 바다 스웨디 그만든 카푼 칸 도서 부비산 잠비 고리가 Gedanken Gott noch mehr. Wo er bis jetzt so Pastor wie am Alarm. Weil er uns einen guten Pastor gegeben hat. Wann ist mein Moment am Lullo? Also gedanken Gott, weil er uns einen guten Pastor gegeben hat. Was sagen wir mal, Peggy, Lege, Mille, war Pastor am Abi. Aber am Alarm, Peru, aber das ist nicht so, wo da tun wir Menschen. Wenn etwas schlecht ist, aber wir sollten auch Gutes über Menschen sagen. Ihr seid Lokalisiki. Also das war erstmal wie ein Spaß. Als Gott dem Pastor diesen Gedanken gegeben hat, als er uns das gesagt hat, haben wir gedacht, ja, der hat es einfach gesagt. Aber heute sehen wir, wo wir drin sitzen. Wir haben die Gemeinde gekauft. Und deswegen danken wir Gott. Amen. Wir sagen Gott sei Dank. Oh, come on, come on.
Thank you.
Pastor Sido. Ich bitte den Pastor Sido. Heilige, du sollst nur la parole. Er soll nach vorne treten und das Wort. Bitte gehst du mal hoch. Amen. Amen. Du sollst ein Das war nicht der Gedanke des Menschen. Er hat diesen Wunsch
noch gebaut? Aber Gott hat gesagt, nein, ich bin. Du hast sehr viel Blut an deinem Händen. Aber dein Sohn, wird das Haus bauen. Aber Gott hatte David eben einen Bauplan gegeben. Wir merken halt die Wichtigkeit. Als Salomo gebetet hat, hat er zu den Israeliten gesagt: egal wo ein Israelit ist, wenn er seinen Blick zu Jerusalem richtet und betet, dann sollst du Gott ihn hören und ihm eine Antwort geben. Amen. Amen. Daniel in der Gefangenschaft in Babylon. Man hat gesagt, jeder muss den Gott von Babylon anbeten. Aber die Bibel sagt, David hat Daniel hat sein Fenster geöffnet, hat nach Jerusalem geschaut und hat dreimal am Tag gebetet. Ihr kennt die Geschichte von David, was Gott für ihn getan hat. Ein Tempel Gottes ist sehr wichtig. Aber als Jesus gekommen ist, ist er unter die Erde gegangen. Er ist an einem Brunnen gegangen und hat die Frau aus Samaria getroffen. Und er hat der Frau gesagt, die Zeit ist da. Und die wahren Anbeter, Gott in Wahrheit in den Geist anbeten werden. Aber nicht in Jerusalem. Das ist nicht auf irgendein Berg. Aber die werden den Herrn anbeten. Da wo sie sind, in Wahrheit und im Geiste. Ich rufe den Herrn in meinem Herzen dafür. Als ich gehört habe, dass man dieses Wort gekauft hat, dann habe ich mich viel gedient und habe den Herrn gelobt. Ich weiß, dass es, wenn man keine Gemeinde hat, wo man Gott hat ihnen kein Geld gegeben. Aber sie haben gesagt, alle, die ein gutes Herz haben, jeder hat etwas dazu beigetragen. Schon David selbst, sein Sohn Salomo und die Prinzen, alle, sie haben alles was gebracht, damit sie den Tempel Gottes aufbauen können. Das war mit einem guten Herzen. Das Haus, in dem wir sind, also die Gemeinde, wo wir heute sind, das Werk dieser Gemeinde, da sind wir. Warum? Wir haben dieses Gebäude nicht gebaut. Andere haben es gebaut. Ist das so? Wir haben es nur gekauft. Das heißt, die Person, die diese Gemeinde gebaut hat, hätte ihr euch einen anderen Klienten haben können? Und dieser Klient hätte gesagt, ich brauche einen Ort, wo ich Brot verkaufen kann. Und der Vermieter hätte gesagt, ja, ich habe hier ein Gebäude gekauft. Er hätte sie verkauft. Und man würde es jetzt heute nicht Kirche nennen.
بعد يقول لك 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 Toujours là-bas. Mais ce n'est pas fini à mon âme, hein, jamais. Ah, ben, on a sa trace d'autres, hein. Ma mère, on a la vérité. Elle n'est pas assez sauvée, des mères. Und aßen gemeinsam mit Jubel das Feuer und reinem Herzen. Sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. Et le Seigneur der Herr ajoutait chaque jour aber führte jeden Tag weitere Menschen zu, die gerettet werden sollten. Ils étaient tous ensemble chaque jour. Man sagt, sie waren Tag für Tag versammelt. Im Tempel. Rompaient le pain. Sie haben zusammen gegessen. Prenaient leur nourriture avec joie. Mit Freude. Et simplicité de cœur. Und reinem Herzen. Et la place. Das bedeutet. Hier ist der Ort, wo wir uns versammeln. Damit wir das Wort Gottes empfangen. Pour la fraternité, pour la damit wir in der Einheit sind. Damit wir zusammen essen. Und dann sagt, dann wird der Geist Gottes runterkommen. Und die Leute, und Gott wird Menschen hinzufügen, damit sie das ewige Leben bekommen. Wir kommen alle durch dieselbe Tür. Das heißt in der Gemeinde. Das
schepen zijn maar geen dingen. Dat komen die schepen die er vrij zijn. Maar wat voor kapot die boeren vindt? Alle mensen die dus die eigen tuin in die maand komen. Jezus zegt, la maison de mon père, das Haus meines Vaters, la maison de prière, wird Gebetshaus genannt werden. La maison de prière, Gebetshaus. Man sagt, es ist kein Haus von Banditen. Wenn wir hier reinkommen, wir kommen nicht um zu verkaufen. Weil oft sehen wir, dass in Kirchen verkauft wird. Aber wenn wir das verkaufen sollen, dann sollten wir es außerhalb der Gemeinde machen. Zu Hause zum Beispiel. Aber in dem Haus Gottes, dann wird das Gebetshaus. Es ist ein Ort der Anbetung. Das ist der Ort, wo man die Wahrheit, die gute Botschaft hört. Das ist der Ort, wo wir auf die Wiederkehr des Herrn Jesus warten. Das ist der Ort, wo wir uns vorbereiten für die Wiederkehr von Jesus. In dem Haus Gottes haben wir einen Pastor. Und wir sehen, wir haben Leute, die für den Herrn arbeiten. Wir sehen, heute gibt es viele Pastoren auf dem Internet. Jeder hat seinen eigenen Prophet, der im Internet ist. Aber wenn der Herr einen Pastor hier in der Gemeinde aufstellt, dann weiß Gott, dass er dir die Lösung bringen kann für dein Problem. Aber heutzutage haben wir die Gewohnheit. Wir haben zum Beispiel irgendwelche Propheten in anderen Ländern. Du hast ein Problem. Und du rufst diesen Propheten an, der zeigt seine Tasche. Und die Gemeinde braucht ein Zehntel, damit man die Miete zahlen kann, zum Beispiel. Aber wir sind bereit, unsere ein Zehntel woanders hinzuschicken. Damit wir eine Prophezeiung bekommen. Aber wo die wahre Prophezeiung in der Bibel ist. Das ist ein Ort, wo wir uns versammeln. In der alten Gemeinde damals. Man sagt, es gab keine Armen unter ihnen. Sie waren nicht alle Millionäre. Aber derjenige, der etwas hatte, hat den anderen geholfen. Die Gemeinde ist ein Platz für Konkurrenz. Gott hat mich gesegnet. Ach, schau mal ihn an. Nein. Wenn Gott mich gesegnet hat, dann ist es bei der andere, der neben ist. Er hat nichts. Er hat mich gesegnet, damit ich ihm etwas geben kann. Man hat Johannes den Täufer gefragt. Was sollen wir tun? Jemand, der zwei Hände hat, soll stolz darauf sein. Er soll sagen, ich bin gesegnet. Aber Johannes der Täufer hat gesagt, jemand, der zwei Hände hat, soll zu einem anderen gehen, der kein Hemd hat, und soll ihm es geben. Die Gemeinde, wo wir hier sind, wir haben einen Vater. Unser Vater im Himmel. Wir haben Jesus. Wir müssen Jesus nachahmen. Wenn mein Freund oder mein Mitmensch ein Problem hat, dann muss ich für diese Person beten. Aber die Gemeinde ist ein Ort, wo man über andere lästert. Amen. Ja, das war so, ich sage, der Pastor hat ein bisschen zugenommen. Und morgen bin ich ab, zum Beispiel. Und dann sage ich, schau mal, wie dünn er ist. Nein, kehr lieber nach Hause zurück. Seigneur, na kati ne grise ya ka uwa mpule intercession. Kani sana papa sudugunakina ya mpule kina kulia.
Lobel and Jamie, I hope we are finding a cigar or a living guy. How many is not taxes? But he said he might become unbeaten. That's a good of him. Wir wussten nicht, dass wir unsere Kinder nicht lassen können. Wir wussten nicht, dass wir unsere Enkelkinder nicht lassen können. Wir haben nichts gefunden, was wir in Deutschland hinterlassen könnten. Aber wir hatten es als Wichtige, war eine Gemeinde zu hinterlassen, damit die Leute dich kennenlernen. Denn das Leben des Menschen ist in deinen Händen. Warum, Herr? Da, wo du bist, schau auf uns, deine Kinder. Wir kommen nicht, um das Haus eines Menschen zu feiern. Aber wir feiern dein Haus, Herr. Darum rufen wir dich. Herr, jeder, der in diesem Haus reinkommt, um zu beten, denk an diese Person. Hör auf diese Person. Und gib ihm die Lösung zu seinem Problem im Namen Jesus. Vater, egal welche Nationalität, du hast uns alle geschaffen. Und egal wer nach hier kommt, um zu beten, hör auf diese Person. Wenn er gesündigt hat, dann vergebe ihn. Und gebe ihm eine Lösung. Ich glaube, Herr, dass deine Macht uns auf ist.
Und dass dir das Gebet durch deine Hand gehen wird. Sei gedruckt, Herr. Danke für deine Güte. Unsere Häuser haben keinen Wert. Unsere Autos haben keinen Wert. Aber dein Haus hat Wert. Denn deinem Haus bekommen wir das Leben. Wir loben dich. Und deine Gegenwart in diesem Haus. Wir glauben, dass du mit uns bist. Und dass du jeden einzelnen heilen wirst, der nach hier kommt. Noch einmal. Danke, dass wir unseren Kindern etwas Gutes hinterlassen. Danke, dass du unseren Enkelkindern etwas Gutes hinterlässt. Und du hast etwas Gutes hinterlassen für unsere Stadt. Sei gelobt. Führe unser Leben. Im Namen Jesus. Ich habe so gebetet. Und wir sagen alle. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Danke, Herr Jesus Christus. Oh,
Les pasteurs qui sont venus de partout. Die Pastoren, die von fast überall gekommen sind. Soyez bénis par Jésus-Christ. Seid gesegnet. Je ne vais pas faire de longs discours. Ich möchte nicht viel reden. Je vais seulement vous présenter une petite historique de notre assemblée. Je vais seulement die Biographie unserer Gemeinde vorstellen. Nous sommes une église évangélique. Vous êtes une évangélique Gemeinde. Nous avons dénommé Mont Sinaï. Die wir Berg Sinai genannt haben. Nous sommes depuis un certain temps associés dans le monde au Frédéric Baptiste. Seit einiger Zeit gehören wir auch zu dem evangelischen Freikirchlichen Bund. Parmi nous, dans cette église, nous avons des jeunes et des enfants. Unter uns haben wir Jugendliche und Kinder. De plusieurs nationalités. Von verschiedenen Nationalitäten. Mais ce qui nous unit dans cette diversité. Aber das, was uns vereint. Et cependant notre expérience commune en Jésus-Christ. Das ist unser Glaube an Jesus Christus. Comme Sauveur et Seigneur. Als Herr und als Retter und Herr. Et notre désir de lui donner toujours plus de place dans notre vie. Und unser Wunsch, ihm immer an erster Stelle in unserem Leben zu stellen. Les gens vont se poser la question, comment est-ce que l'église Mont Sinaï est née? Die Leute werden sich fragen, ja, wie kam es denn zu der Entstehung der Gemeinde Mont Sinaï? C'est très facile de faire des associations dans le monde. Es ist sehr einfach, Dinge zu assoziieren in der Welt. Les gens de telle ou telle commune. Dass man zum Beispiel sagt, ja, die Menschen aus dieser Gemeinschaft. Les anciens de telle ou telle école. Die Eltern. Les anciens d'une école quelque part. Die Ältesten aus irgendeiner Schule. Ou des gens qui ont travaillé dans une entreprise, dans un pays quelconque. Oder die Menschen, die in irgendeiner Firma gearbeitet haben. Mais c'est très difficile de rassembler les gens pour la gloire du Seigneur. Aber es ist sehr schwer, Menschen zu vereinen für die Ehre Gottes. Les gens aiment ce qui est facile. Die Menschen mögen das, was einfach ist. Les choses qui font plaisir, les choses du monde. Die Dinge, die Spaß machen, die Dinge dieser Welt. Et quand vous essayez de parler de Dieu, aber wenn man über Gott spricht, on secoue toujours les têtes. Dann wird es immer schwierig. Pour revenir à notre assemblée, zu unserer Gemeinde zurückzukommen, l'assemblée a été fondée par le pasteur Gérard Kazembe Kachama. Die Gemeinde wurde gegründet vom Pastor Gérard Kachama Kazembe. Il est né le 28 novembre 1961. Il est marié à maman José. Er ist verheiratet mit der Maman José. Et père de plusieurs enfants. Und hat mehrere Kinder. Et il a aussi, plusieurs petits enfants. Und auch mehrere Enkelkinder. Mais le pasteur n'a pas fondé l'église seul. Aber er hat die Gemeinde nicht selbst gegründet. Il a été accompagné par ses collaborateurs. Er wurde von seinen Mitarbeitern begleitet. Certains sont toujours présents avec nous. Einige sind noch unter uns heute. Les autres sont partis. Einige nicht mehr. Pour de multiples raisons. Aus verschiedenen Gründen. Mais ce qui est important ici. Aber das, was hier wichtig ist. Et que nous sommes à tous pour la gloire de Dieu. Ist, dass wir hier sind für die Ehre Gottes. La première réunion de l'Assemblée der erste Gottesdienst dieser Gemeinde a eu lieu le 28 septembre 2003. War am 28. September 2003. C'était à Aachen. Das war in Aachen. Les gens se souviennent, il y avait une petite salle à côté des cliniques. Und die Leute erinnern sich, es gab einen kleinen Saal in der Nähe vom Klinikum. Et puis, je dois rappeler une chose. Und ich möchte noch an etwas erinnern. Louer une salle pour l'église, c'est pas toujours facile. Ein Platz zu mieten, damit man beten kann, ist nicht immer einfach. Surtout pour les Africains. Vor allem für Afrikaner. Nous n'avons pas beaucoup de moyens. Man hat nicht genug, man hatte nicht die Möglichkeiten. Nous ne recevons pas de l'aide quelque part. Nous ne recevons pas de l'aide quelque part. Und wir hatten keine Hilfe. Et pour l'église, ça doit dépendre de nous. Und einen Saal zu mieten, das hängt alles von uns ab. Aber ich verstehe, wer wir sind und unsere Geschichte kennt.
wie bei unserem Bruder Pete schon gesagt hat, dieser Gedanke kam von Gott. Und darum hat es sich erfüllt. Aber wir sollen eins wissen, auf dieser Welt, wenn ihr in einer Gemeinschaft seid, aber wenn ihr euch nicht versteht, dann könnt ihr nichts machen. Es ist ja wichtig, dass man in der Einheit ist. Ich bedanke mich erstmal an alle Mitglieder dieser Gemeinde. Die haben mir vertraut. Und ich glaube immer noch daran, dass sie mir immer noch vertrauen. Also damit man sein eigenes Geld dir dann nimmt und es gibt. Und du bist derjenige, der dieses Geld verwaltet. Aber die Leute, die nicht vertrauen, dann werden sie niemals etwas dazugeben. Ich bedanke mich an die ganze Gemeinde für dieses Vertrauen. Auch wenn ich der Pastor bin in dieser Gemeinde, hätte ich das niemals allein schaffen können. Nur Gott kann alles selbstständig machen, aber der Mensch braucht immer Hilfe. Darum möchte ich nicht undankbar sein. Ich werde meine Mitarbeiter rufen, unsere Gemeinschaft, dieser Gemeinde, mit dem wir gekämpft haben, auch wenn ich sie predige, aber es geben auch sehr viele Ratschläge. Und ich möchte, dass ihr sie auch kennen, denn sie haben auch viel dazu beigetragen, damit wir heute hier sind. Merci. Voilà. Dann fange ich an. Das ist normal. Ich rufe also meine Frau nach vorne. Wenn du eine Frau hast, die nicht friedlich ist, dann kannst du Gottes Werk nicht machen. Denn sie gibt auch sehr viele Ratschläge. Und sie gehört auch zu der Gemeinschaft, der Leitung der Gemeinde. Ich rufe auch meinen Sohn Tati. Er ist auch in unserer Leitung. Ich rufe auch Papa Eugen nach vorne. Gott soll ihn segnen. Wenn immer wenn wir etwas vorbereiten für die Gemeinde, dann ist er immer da und sagt mir, hey, so musst du das machen. Und ist so. Und sie ist genauso wie ihr Mann. Wenn man denkt, müsst ihr das so machen, so ist es besser. Sag ich danke, wir werden es so machen. Also sie haben sehr viel dazu beigetragen. Mama, liebe Gesang. Eine andere Frau ist nicht da, aber sie gehört auch in der Leitung. Ich rufe Papa Siebel nach vorne. Er hat auch viel dazu beigetragen, wenn viele
Herrscher gegeben und betet auch viel für uns. Er sagt nicht viel, er schaut euch nur an. Am Ende sagt er, nein, ich will nicht weiter sagen. Das ist schön, als Gottes Kinder zusammen zu sein. Ich rufe auch seine Frau, Mama Marie. Sie ist genauso wie ihr Mann. Nein, ich sagte, das wird nicht klappen. Mach es anders. Was ist denn meine Freude? Ich bin darüber glücklich, dass die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, dass wir uns gut verstehen, das ist eine sehr große Freude für mich. Auch wenn es manchmal Missverständnisse gibt, aber dann am Ende sind wir uns immer einig. Warum wollte ich, dass ihr sie kennenlernt? Anstatt dass man nur sagt, der Pastor hat Gutes gemacht, nein, sie haben auch dazu beigetragen. Und das, was ich auch eben gesagt habe, ich möchte schon gehen. Wenn ich dann fertig bin, dann werde ich mich auch niedergehen und sie werden für mich beten. Damit Gott uns hilft, dass wir immer nach vorne gehen. Ich bete. Also die Lichtung 1 können sich nicht niedergehen, also wenn die anders stehen bleiben. Seigneur le Tout-Puissant, Herr allmächtiger Vater, sei gelobt, Herr. Wahrlich, du hast gesagt, es ist eine Freude für Brüder und Schwestern, zusammen zu sein. Denn darüber schüttest du dein Segen. Danke, Herr, für meine Geschwister, die mich unterstützen in der Leitung, damit dein Werk vorankommt. Schütze sie und hilf ihnen, dass sie geistig sehr stark sind und dass sie auch gesund sind. Und für all das, was ich für dich tun, Herr, segne diese Familie und hilf uns, dass wir immer zusammenbleiben, damit wir wohlwollend vor diesem und damit deine Gemeinde immer weiter in Frieden ist. Segne sie, Herr, im Namen Jesus. Amen. Amen. Bitte mich niederknien. Und Sie werden auch für mich beten. Meine Knie sind noch gut. Ich habe mich niederknien. Ihr könnt eure Stimme erheben. Danke, dass du ihm eine Mission gegeben hast. La mission de diriger cette église. Die Mission, diese Gemeinde zu leiten. La mission de préparer et prédire à ton retour. Die Mission,
deine Schafe zu vorzubereiten. Nous bénissons ton nom que tu avais commencé avec lui jusqu'à cet instant. Wir danken dir, dass du mit ihm angefangen hast bis hierhin. Nous avons la foi que tu vas continuer et terminera sa mission un jour. Wir haben den Glauben, dass du mit ihm sein wirst, bis er die Mission beendet hat. Que l'Église continue à être bénie à travers les dons et les talents qu'il a. Lass, dass die Gemeinde weiterhin gesegnet bleibt durch seine Talente und Gaben. Et que beaucoup d'âmes soient encore sauvées à travers sa prédication. Und dass viele Seelen noch gerettet werden durch seine Predigt. Et nous, ses collaborateurs, aidez-nous, donne la sagesse, Seigneur. Und uns, wir haben gesagt, gib uns die Weisheit. Pour l'aider dans la mission que tu lui as accordée. Um ihn zu helfen, seiner Mission. Toute l'Église entière, nous bénissons les pasteurs et les couples pastoraux. Wir, Gemeinde, wir segnen alle Mitarbeiter und den Pastoren, die da vorne stehen. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Amen. 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 Darum wollten wir euch das präsentieren, was uns vereint in Aachen. Wir haben viele Jahre zusammen verbracht. Und in diesen Jahren hat Gott uns die Weisheit gegeben, was wir machen können, damit wir immer in der Einheit bleiben. Pour dépasser ma kamusu sur l'amitié mité, oui, pour que dass wir nicht in den Missverständnissen bleiben oder in der Uneinheit, aber dass wir zusammenkommen. Wir haben mehr darauf geachtet, was uns vereint, als das, was uns trennt. Warum haben wir gesagt, Jesus Christus ist das Zentrum und viel wichtiger als alles andere? Darum haben wir einen Verein gegründet, das uns vereint. Sinon, Possibilité, association à travers Big Oil. Maintenant présenté, mais nous mettons moins de membres au moins dans les associations. Darum haben wir einen Kuli. Big Oil. À commémorer l'association La Bisso Moto Salies et Bissonioso. Da ist der Name unseres Vereins eingraviert. Ce que vous avez un mot plus tard, vous avez un mot plus tard, vous avez un mot plus tard, vous avez un mot plus tard. Und später werden wir das verteilen und wenn du das siehst, dann wirst du sehen, dass wir vereint sind in Aachen. Und der Name ist der Verein der afrikanischen Gemeinden in Aachen. Es ist nicht nur eine Gemeinde, sondern alle Christen. Also es geht darum, dass wir alle Jesus in unserem Leben als Zentrum haben und dass wir vereint sind. Vous allez organiser des structures. Wir haben eine Organisation. Erstmal, ich begrüße euch im Namen des Herrn. Man hat mir schon gesagt, ich soll mich kurz fassen. Es wird schwierig, weil ich habe sehr viel geschrieben. Okay. Erstmal danke an die Leute, die das hier möglich gemacht haben. Merci d'avoir notre Zalaki na organisation pour la journée à Lino. Und danke an die Musiker. Merci à la musicien. Ich sage schon mal Pastor, nicht, dass sie sauer sind. Weil unser Pastor mag das nicht im Vordergrund zu sein. Pastor hat einen Moment, wo es alle. Also der ist, sag mal das Ding. Aber unser Pastor hat gesagt, wenn man was Gutes macht, muss man das verkünden. Pastor, wir haben immer gesagt, dass wir uns nicht mehr so gut machen, aber wir haben immer gesagt, dass wir uns nicht mehr so gut machen.
Dann habe ich mich mit meinem Bruder Dario zusammengesetzt. Et puis là, Dario, tu veux qu'on a qui que? Dass ich eine Rede halte. Que là, nous va quelque chose. Also, als erstes will ich sagen, Pastor, dass er ein guter Mensch ist. Que osa, papa, mon pour malam. Als zweites will ich sagen, unser Pastor ist ein hart, wenn man das so sagen darf, ein hart arbeitender Mensch Gottes. Als drittes will ich sagen, er ist ein Vorbildfunktion. Und auch die anderen Pastoren vielleicht. Als fünftes will ich sagen, er ist auch ein guter Vater. Ich fasse mich kurz die Geschichte. Ich habe ihn mal angerufen, unser Pastor. Ich hatte einen Traum. Wir haben darüber geredet. Er hat gehandelt wie ein Pastor. Betet. Also, er hat gesagt, bete, lies die Bibel, dann handelt er, das war für mich, dann handelt er wie ein Vater. Après, dans ce manango, agir comme un père. Ja, ihr Kinder, warum seid ihr immer so? Joël ist auch immer so. Joël perd la geht zu Gott. Das war für mich, wo ich sage, er hat reagiert wie ein Vater. Après, là, on remarque qu'il agit comme un père. Als sechstes will ich sagen, sixième point, ça, er ist bodenständig. Ich war beim Arzt. Da saß ein paar Kongolesen. Du weißt man. Ich war der Doktor, weiß man. Wir kennen ihn. Wieso ist er so hier wie er? Und da saßen ein paar Kongolesen. Ich habe mich erkannt, sonst hätten die das nicht gesagt. Bei Recoleta Kingate. Und ich saß da und spielte mit meinem Handy. La vanda e quando nasavo sacana portable là. Dann aus dem Nichts. Et puis dans la bouée. Oh. Oh. Wendy. Was denn? Wendy Gérard. Und dann haben die mich gefragt, kennst du Gérard? Wendy Gérard. Kennst du Gérard? Ja, oui, oui. Ja, dann habe ich gesagt, ja, ja. Nenn ich zu mir, wir haben dich allein. Genau. Und danach fing ich an, richtig zu hören. Habt ihr gehört, er hat eine Gemeinde gekauft? So, und dann habe ich gesagt, okay, ich tue mal mein Handy kurz auf Seite. Dann hat der Kollege geantwortet. Also meine Vermutung ist. Ich weiß nicht, was man von einem Pastor erwartet. Vielleicht weil in der heutigen Zeit die Pastoren. Ja, aber ich kann versprechen und ich weiß, dass das unser Pastor nicht so ist. Ja, um das abzuschließen jetzt. Unser Pastor hat auch seine Leute. Ich sage immer, es gibt einen Hirten. Und seine Leute, die das Ganze festhalten. Das waren die, die eben hier waren.
Und ja, ich finde unsere Arbeit sehr gut. Et puis, bon, tout ça, là, pour moi, est un boulot malade. Und in dem Sinne, Pastor, ich will, dass Sie das annehmen. Et puis, la ligne est vraiment que, oh, dit Mango. Nicht, dass Sie mich anrufen und sagen, ah ja, tschi, fallez pas. Pas que, oh, ah ja, tschi, hättest du das nicht gemacht? Jetzt denken die Leute, so. Ja, aber das war doch gar nicht so. Aber unser Pastor predigt immer, Pastor, la mise à terre, la mise au toujours. Dass Gott ist an allererster Stelle. Et ça, mais ça toujours, il faut ça toujours numéro 1. Und so geht er auch. Et puis, il peut attendre la rencontre. Pastor, ich will Sie jetzt umarmen. Ja, bin ich auch Pastor, denn ich habe ja weil Sie einfach. Oh, yeah.
Also man muss mich festhalten, damit ich gehen kann. Amen. Amen. Also ich werde mich kurz fassen. Als wir uns getroffen haben hier als Gemeinde, also der Pastor hat jahrelang gearbeitet mit seinen Mitarbeitern. Und da habe ich mich gewundert. Und ich war voller Freude. Für die, dass das so viele Jahre waren. Die Arbeit, die er in der Gemeinde gemacht hat. Die Gemeinde war sehr froh darüber. Die Arbeit zu sehen. Die gute Arbeit zu sehen. Die gute Arbeit durchzuhalten. Also hat die Gemeinde was vorbereitet. Deswegen bitte ich den Pastor, nach vorne zu kommen. Und die Frau vom Pastor. Also wegen den Leuten. Und Papa Eugène. Allez, là. Und seine Frau, Maman Bouy. Maman Hass. Papa Cible, on a plein de corps. Danke für die Arbeit, die ihr getan habt. Die Gemeinde Muskain hat sich gefreut für das, was ihr getan habt. Gott soll es segnen. Dass ihr weiter auf seinem Weg bleibt. Weil die Arbeit, die ihr macht, nicht umsonst. Das ist davon gehabt. Das ist für die Arbeit, die ihr gemacht habt. Wo ist er? Kuba!
wenn das sehr ist, dann erntest du es auch. Und wenn man was Gutes sät, dann ernt man was Gutes. Thank you.
Yeah.
Ceux qui ont passé la compétence, ils sont en train de se faire.
Ezali ndakisa monene, eza exemple monene, oyo
moni bato ba kota la ba ko témoigner que lobi pe témoigner chez pasteur vraiment yamotu ya nini oyo yo ko ikoluba na bande ko o baza nanu moins réticent moi na ko kana ma pona ko pesa pona tina on peut s'en conseiller par la déclaration à Christ, nous avons un beau côté. Il veut le dire que ouais, zo l'eau n'a déjà beaucoup qu'à. Zo l'eau ni monter beaucoup qu'à monter, zo l'eau ni payer l'eau beaucoup qu'à éviter. Oui, c'est le père ça qui est au niveau sur la scie, en déjà moins ton jour. Quand on va monter, maintenant pour la mise à la enzyme. Oh, dans un bon bail, puis nous avons un beau côté en côté. Mais oh, yo, le père c'est pas un zame indépendant, il y a un zame pour la caté. Moi, le père n'est pas un zame à faire le coup de l'éca. Oh, dans un angle, le lot, et dans un bail, il y a un beau côté, donc il m'a beaucoup comme à l'air de l'eau. Mais on se dit que nous avons besoin de la misère et des jours. Pourtant, après, ça n'est pas un zèbre, jamais un zèbre. Nous avons besoin de ça. Ça va comprendre pour les gens qui ont besoin de ça. Nous avons monté ma tête sur les camarades, un zèbre, un zèbre, un zèbre, un zèbre, un zèbre, un zèbre. En tout cas, un zèbre, un kumbama, un tout en œuvre, vraiment, les gens, on a évité ça à souk, mais on a mis tout en œuvre. Et nous, on a mis au Rico Lubana, ça a mis un zèbre, un zèbre. Bazali ko gérer ba mongo oyo ba ba na nzambe bazali ko pesa na musala nzambe ko omoni oyo ezambuma oyo monani mais elongo ni okolo ba basa na nzambe oyo ba komona on dirait que likambo nzambe eza poche na bango donc akoki ko sa na mongo ya ba ba ndeko ba kosunga akoki ko sa ngonyo so ya papa na opesa conseil we bande ko nanga ba pasteur ba sala nzambe ba yo so na kana bichi ke mboma nzambe ko misa onete mbongo na yo papa na babo sali kambwana te wo ya nzambe za ya nzambe so ba nika ba pesi ko tokina bango ele ko sa ni sala nzambe ele ko sa ba kosi na nino wo ya yo ba pesi yo zwa me wo ya eglise pesa ngona ni sala nzambe bi pelo bi ke za ka nda ko nzambe za ki lokite so yo pesa pa ni sa ba sala ka wati ka ko ka ta nzambe za makasi so ro ni ya mbongo ya nzambe to ki yo ko le wo pesa ba nzambe yo do li ya ngwe za mabe namu koti kango wo ya nzambe za nzambe sa ni sala nzambe to nya ka mbongo nzambe te wo ya yo li ya me so ka pesa ko Amen. Mais capacité aujourd'hui, il y a pour ça autrement que celle de Nzambe Moussousou. C'est-à-dire qu'il y a un Ngomba Nkolo, mais comme il est bien privé dans le monde, mais il y a un peu de Nzambe qui est pour ça, tout le monde a les lots au fruit. Est-ce que Zana et Loko Moko, c'est très bon pour le Loko Moko et Loko Zana Moko? Parce que nous avons
Vraiment, on a aussi ces amis que la joie qui grâce aux en Afrique, mais pas aussi la appel de fond. C'est-à-dire, achat parcellaire, nous en avons besoin de mon nom autre pour Kanisaka, pour la consommation. Pas alors, yo, avant, vous avez que ça la nénine pour la commencer appel. Et puis il y a un moment pour la ici, pour le besoin qu'on a la souris maman, vous savez que sur la naïe dans mon endroit, maman nous dit que non, mais maman on a des moments. Mais vous savez que ça la naïe se part des dîmes, pour l'église, vous savez qu'on fait ça par des offrandes, ou bien vous savez que ça la naïe, pour la naïe, pour nous, tout le monde. Nous avons le coup de conseil, nous avons le coup de conseil,
Cela veut dire que vous pouvez confondre le thème. Moi, il y a un arbre, 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 Pasteur, je suis tout le monde qui a été dans le monde. Les voyageurs et les étrangers qui ont été dans le monde, ils ont été dans le monde. Mais ce qui est le cas, c'est la génération future. Il y a des gens parce que tout le monde a un peu de soucis. Papa a son maquillage, papa a soutenu, papa a poufi, il a été calé, il a été calé. Non, en tout cas, tout est calé, pas moi, mais tout est parti. S'il arrivait, tout est souhaité à monter. Le roti cabana, le babota, il a collé, il a été coquille, il a souhaité, il a été coquille. Et là, on a dit que nous avons dit que Je ne sais pas si je suis un pasteur, vraiment, je suis un Seigneur, je me suis dit que je suis un Seigneur. Il y a aussi un Mingi, qui est une église qui a témoigné l'immunité.
vraiment Zala toujours Oyoyo Zali, Ben Zambassa Osu Yamin, Minene. Yebaka était le moins 100 000, Tozan Moka Mupaya. Toza et pas Yabalement. Et l'on y a à peu près Malikamou et Salami, parce que Zali est vraiment con. Oyoyo, Batou Batima Boko, Bazamini. Moi, question Mouké, quelle est la confession de foi Pondima, il y a l'église évangélique, Freikirch, Gemeinde, Mont-Sinaï, et Vandi Wapi. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Je suis la pierre angulaire. Amen. Amen. Ok.